Worum geht es? Es geht darum, im Irak zu stabilisieren und auch die Terrormiliz Islamischer Staat am Wiedererstarken zu hindern. Zwar ist Genau, ich wollte jetzt noch weiteres erzählen, aber das muss ich gar nicht, denn das wird die erste Rednerin tun, Sarah Nanni von Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, sehr geehrte Vertreter der Wehrbeauftragten. Die Präsidentin hat es gerade vorgelesen, wir beraten heute über den Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte, Stabilisierung sichern, Wiedererstarken des IS verhindern, Versöhnung im Irak fördern. Oder wie wir es nennen, das Irak-Mandat. Dabei ist das viel zu kurz gegriffen. Rund 280 SoldatInnen sind in 6 Standorten in 4 Ländern in Einsatz. Die Bundeswehr leistet ihren Beitrag im Rahmen der internationalen Einsätze NATO Mission Irak und der Anti-IS-Operation Inherent Resolve. Schwerpunkt des deutschen Anteils ist die Beratung der Führung der irakischen Streit- und Sicherheitskräfte auf strategischer Ebene mit dem Ziel, eben jene zu befähigen. Und Sie sind es, die dafür sorgen, dass der IS nicht wieder Fuß fassen kann im Irak. Der Einsatz findet auch im Kontext des zivilen Engagements von VN und EU statt, die mit der United Nations Assistance Mission Irak und der EU Assistance Mission Irak vertreten sind. Die sicherheitspolitische und die innenpolitische Lage ist mehr als kompliziert. Das sagt auch der Überprüfungsbericht der Bundesregierung, der nun erstmals dem Parlament vorgelegt wurde. Dort heißt es, ich zitiere, auch wenn IS aktuell keine akute strategische Bedrohung für Irak darstellt, ist die Terrororganisation weder besiegt noch nachhaltig eingedämmt. Seit dem Angriff der USA und seiner Verbündeten in 2003 für uns in Deutschland und Europa das markanteste Datum der jüngeren Geschichte des Irak, musste das Land sich enormen Herausforderungen stellen. Die größte bleibt das Erstarken des IS in Irak und Syrien. Das Undenkbare wurde Realität. Die Gruppe Islamischer Staat rief im Sommer 2014 das sogenannte Kalifat aus. Schätzungen gehen davon aus, dass zum Zeitpunkt der größten Raumkontrolle bis zu 12 Millionen Menschen in Irak und Syrien unter seiner Herrschaft lebten und leideten. In diesem Territorium wurde gefoltert, gemordet, Menschen wurden drangsaliert, ein brutales Regime durchgesetzt. Insbesondere gegenüber Minderheiten wie den JesidInnen kannte der IS keine Gnade. Das sogenannte Kalifat wurde zum Sehnsuchtsort von Dschihadisten weltweit. Propagandistisch hochprofessionell rekrutierte die Gruppe Islamischer Staat neues Kanonenfutter für seine zerstörerischen Pläne. Auch tausende europäische, auch deutsche DschihadistInnen reisten an, um für das sogenannte Kalifat zu kämpfen. Es bleibt auch im Rückblick Wahnsinn. Gut, dass das vorbei ist. Was nicht vorbei ist, sind Anschläge und Angriffe durch die Gruppe Islamischer Staat und andere Milizen. Auch die innenpolitische Lage ist mehr als herausfordernd. In etwa zeitgleich zu unserer Bundestagswahl wurden in Irak letztes Jahr Wahlen abgehalten. Die Regierungsbildung dauert nun fast ein Jahr später weiterhin an. Erst in der letzten Woche wurde der Präsident Abdul Latif Rachid durch das Parlament gewählt. Er hat nun Mohammed Shia al-Sudani mit der Bildung eines Kabinetts beauftragt. Al-Sudani steht vor einer Mammutaufgabe. In einer ethnisch pluralen, wenig geübten Demokratie ein Kabinett zusammenzustellen, das die Gesellschaft Irak bestmöglich abbildet und professionell miteinander und für das Land arbeiten kann. An diesem Wochenende soll das Kabinett vorgestellt werden. Ich wünsche viel Erfolg. Gut, dass es endlich vorangeht. Wenn wir deutsche SoldatInnen in einen Einsatz schicken, dann ist das, und die Formulierungen unserer Mandate tragen auch dazu bei, wenn wir ehrlich sind, immer mit sehr hohen Erwartungen an Erfolge verbunden. Fast so, als wären wir es in Deutschland gewohnt, dass, wenn der Staat sich was vornimmt, das immer ohne Probleme und Rückschläge auch gelingt. Und es ist auch richtig, ambitioniert zu sein. Es ist richtig, zu hinterfragen, welchen Beitrag wir leisten. Es ist richtig, genau zu überlegen, bevor wir unsere gut ausgebildeten SoldatInnen in ein potenziell für sie gefährliches Mandat entsenden. Mein Eindruck ist, die Bundesregierung tut genau das.
Deutschland hat einen guten Ruf, sowohl bei der Zentralregierung in Irak als auch in Erbil. Und es ist auch ein Teil unserer globalen Verantwortung, dass wir diesen guten Ruf zum Vorteil Iraks, zum Vorteil der Region und zum Vorteil Europas nutzen. Wir hier im Parlament beschließen das Mandat. Die Regierung setzt es um. Und an erster Stelle sind es die SoldatInnen der Bundeswehr, die dies mit hohem persönlichen Einsatz und einer hohen Professionalität jeden Tag tun. Ihnen gilt unser besonderer Dank, insbesondere in diesen für Irak sehr herausfordernden Zeiten. Liebe Kolleginnen, ich bitte Sie auch im Namen meiner Fraktion heute um Zustimmung für dieses Mandat. Sarah Nani war das von Bündnis 90 Den Grünen. In der Fraktion ist sie Sprecherin für Sicherheit, Frieden und Abrüstung. Und für die Unionsfraktion spricht nun Johann David Wadepohl. Die CDU-CSU-Fraktion wird dem Antrag zustimmen. Das fällt uns leicht, weil wir dieses Mandat immer befürwortet haben. Es ist richtig, den Kampf gegen IS-Terroristen fortzusetzen. Es ist richtig, dafür zu sorgen, für Stabilität im Irak zu sorgen, Flüchtlingsursachen zu bekämpfen. Deutschland hat hier eine wichtige Rolle, und die CDU-CSU-Fraktion steht hinter diesem Mandat. Sie sehen, wir nehmen Verantwortung wahr. Dass dies neuerdings auch die Grünen tun, Frau Kollegin Nanni, das haben Sie überzeugend dargelegt, aber das hätten Sie all die vergangenen Jahre auch schon machen können. Also schon auffällig, dass Sie jetzt mit einmal zu der Erkenntnis kommen, wie wichtig dieses Mandat ist. Das ist in den vergangenen Jahren verloren gegangen. Das war schon immer, Frau Kollegin Brugger, wichtig, gegen Terroristen zu kämpfen und vor allen Dingen Jesidinnen zu schützen. Und das will ich an der Stelle schon mal sagen. In dieser Region hat der Kampf für Frauenrechte und der Schutz von Frauen eine hohe Bedeutung. Und wer sich für feministische Außenpolitik einsetzt, der muss sich für die Frauen im Irak einsetzen, der muss sich für Jesidinnen einsetzen, der muss sich übrigens auch für Iranerinnen einsetzen. Und da sehen wir von Ihnen überhaupt nichts. Große Worte hier ersetzen keine Taten dort vor Ort. Das Mandatsgebiet bleibt gleich. Wir wären zwar dafür gewesen, den Luftraum von Syrien einzubeziehen. Die Fähigkeiten bleiben erhalten, Luftbetankung, bodengestützte Luftraumüberwachung, Teilnahme an Apex-Flügen, aber auch die Ausbildung von Stabsaufgaben innerhalb des NATO-Verbundes. Die sozialdemokratische Fraktion hatte in der letzten Legislaturperiode hier große Probleme, das im NATO-Rahmen zu tun. Schön, auch dass dieser Lerneffekt gelungen ist, dass die Sozialdemokraten jetzt auch die NATO wieder mehr wertschätzen und auch sagen, dass das eine gute Aufgabe der NATO ist, in dieser Region aktiv zu werden. Also, ich muss sagen, der staatspolitische Bildungsprozess in den Regierungskoalitionsfraktionen, insbesondere bei Grünen und SPD, hat Erfolge gezeitigt. Kollege Lechte, die FDP war ja schon immer dafür. Woran es fehlt, liebe Kolleginnen und Kollegen, und das möchte ich ausdrücklich bemängeln, ist irgendeine Strategie dieser Bundesregierung für diese Region. Wissen Sie, Einsätze sind wichtig der Bundeswehr. Sie sind ein notwendiges Mittel. Sie sind das letzte Mittel. Aber man kann nicht erst den Einsatz machen und dann mal über eine Strategie für die Region nachdenken. Man braucht erst eine Strategie für den Nahen und Mittleren Osten, und dann kann der Einsatz ein Element davon sein. Und das ist genauso in der Sahelzone. Sie haben für keine der Konfliktregionen am Rande Europas, die uns bedrohen, irgendeine außenpolitische Strategie, und die muss vorgelegt werden. Was wir sehen, sind Einzelreisen. Da reist der Wirtschaftsminister nach Katar, findet das großartig, sich dort zu treffen. Menschenrechte, Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern spielen an der Stelle mit einmal nicht mehr so eine große Rolle. Abschluss übrigens gleich null. Kein Kubikmeter LNG wird von dort hier ankommen. Da reist der Bundeskanzler nach Saudi-Arabien. Grundsätzlich richtig. Ergebnis: die OPEC drosselt ihre Liefermenge. Schadet uns eher, bringt große Probleme für die Biden-Administration, nutzt nur Putin. Man sieht, sie haben Einzelaktionen, die alle nicht durchdacht sind.
Und es fehlt jede durchdachte Strategie für den Nahen und Mittleren Osten. Und das ist doch die Region, aus der nach wie vor die meisten Flüchtlinge auch in unsere Richtung kommen. Und das ist einzufordern. Und da muss ich Ihnen wirklich sagen, da ist Ihnen das vorgemacht worden. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte mit der Libyen-Konferenz, mit dem EU-Türkei-Abkommen, mit dem E3-plus-3-Format viele Dinge in die Welt gesetzt, die es würdig wären, fortgesetzt zu werden. Und da bleibt diese Bundesregierung nach wie vor gefordert. Wir stimmen heute zu, aber unsere Erwartung ist, dass Sie auch einen strategischen Ansatz für diese wichtige Region endlich formulieren. Darüber würden wir dann gerne auch mit Ihnen diskutieren und das unterstützen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Johann Wadephul hat hier schon die Zustimmung der Union angekündigt zur Verlängerung des Bundeswehreinsatzes im Irak. Das dürfte den nächsten Redner freuen, Nils Schmid, außenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich rede gern über die durchdachte Strategie der Bundesregierung, die hinter diesem Mandat steht. Wir wissen, dass der Irak eine unverändert hohe Herausforderungen hat, was die Sicherheitslage anbelangt und die damit verbundenen Einschränkungen einer stabilen wirtschaftlichen und politischen Entwicklung. Deshalb sind wir der Auffassung, dass gerade weil der Irak ein potenzieller Stabilitätsanker im Nahen Osten sein kann, wir die Mission der Bundeswehr in Bagdad und in Erbil und auch das Element der Unterstützung der Luftwaffe in Jordanien weiter unterstützen sollten. Die politische Lage im Iran ist gekennzeichnet durch ein zerklüftetes Parlament mit schwieriger Regierungsbildung. Aber, Frau Nanni hat es angesprochen, es ist jetzt immerhin ein neuer Staatspräsident gewählt worden vom Parlament. Es gibt eine Regierungsmehrheit, eine Koalition, die sich gebildet hat. Und für den Nahen Osten ist es durchaus ungewöhnlich und begrüßenswert, dass der Ort dieser politischen Machtentfaltung das Parlament ist und dass man versucht, über die Stärkung von Institutionen solche regulären Prozesse der Regierungsbildung hinzubekommen. Und ich kann Ihnen sagen, dass die Unterstützung dieser Staatlichkeit auch über die Absicherung durch die Bundeswehr Einsätze ein ganz wichtiger Baustein ist, sodass gerade die politischen Eliten des Irak im Parlament, in der Regierung uns auch noch mal gespiegelt haben, dass sie den Einsatz der Bundeswehr wünschen. Wir waren mit einer kleinen Delegation der SPD im September vor Ort. Ob es Parlamentarier waren, ob es Regierungsvertreter waren, klare Ansage, dieser Einsatz der Bundeswehr ist politisch gewollt. Unsere Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten sind im Irak willkommen. Wir haben auch einen Evaluierungsbericht vorgelegt, um zu dokumentieren, dass die Bundesregierung den vernetzten Ansatz gerade auch im Irak verfolgt. Ein besonders erfolgreiches Element dieser Evaluierung ist die Tatsache, dass in den letzten Monaten und Jahren Millionen von Binnenvertriebenen, die vor dem IS geflohen sind, zurückkehren konnten und dass damit humanitäre Hilfe, Entwicklungshilfe und der Sicherheitsaspekt Hand in Hand geht. Es gibt aus meiner Sicht wenig Einsatzbereiche, wo dieser vernetzte Ansatz während der Einsatzzeit der Bundeswehr schon so viele Fortschritte gesehen hat. Und deshalb ist gerade im Sinne des Verständnisses von menschlicher Sicherheit dieser Einsatz einer, den wir breit unterstützen sollten. Ich will aber auch nicht verhehlen, dass es Sorgen gibt. Gerade auch aus der Reise, die wir dorthin gemacht haben, bringen wir solche Sorgen mit. Das eine ist die Flüchtlingslager in Syrien, wo Zehntausende, überwiegend syrische und vor allem auch irakische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sich aufhalten. Das sind wahre Brutstätten des Terrorismus. Viele dieser Flüchtlingslager in Syrien sind unter Kontrolle des IS. Und wir können noch so viel Militäreinsätze fahren, wenn immer wieder eine neue Generation von Terroristinnen und Terroristen heranwächst, dann kommen wir aus der Spirale der Gewalt nicht heraus. Deshalb müssen wir dem Irak helfen, seine Staatsbürgerinnen und Staatsbürger möglichst aus diesen Lagern rauszuholen und in die Gesellschaft im Irak wieder einzugliedern. Der zweite Problempunkt ist die Lage der Jesiden. Die Rückkehr nach Sinjar, einem angestammten Siedlungsgebiet der Jesidinnen und Jesiden, ist leider noch nicht möglich. Und immer nur die Rückkehrhoffnung
vorzuhalten, ist zu wenig. Wir müssen damit rechnen, dass auf Jahre hinweg Teile der Jesidinnen und Jesiden eben nicht in ihre Heimat zurückkehren können und deshalb festen Aufenthalt und auch eine wirtschaftliche und Bildungsperspektive in anderen Gebieten des Nordiraks brauchen. Da brauchen wir neue Ansätze in der Zusammenarbeit mit den irakischen Behörden, diesen Flüchtlingen ein menschenwürdiges Dasein anzubieten. Und schließlich stehen sowohl die Regionalverwaltung im Norden des Iraks, im Kurdistan, wie auch die Zentralregierung in Bagdad vor einer großen Herausforderung. Die letzten Jahre im Irak waren geprägt von dem Einsatz von Sicherheitskräften, der Wiederherstellung von Sicherheit, der Stärkung der Sicherheitskräfte. Jetzt geht es darum, den nächsten Schritt zu gehen, die zivilen staatlichen Institutionen wieder aufzubauen und zu stärken. Der Sicherheitsstaat muss zu einem zivilen Staat werden. Die Peschmerga im Nordirak müssen Verwalter werden in den Ministerien, in den staatlichen Verwaltungen. Und lassen Sie uns das offen benennen, im gesamten Irak ist Korruption ein Riesenproblem. Und deshalb ist die Stärkung der zivilen Verwaltung, der Unabhängigkeit der Justiz, die Stärkung der Transparenz bei öffentlichen Auftragsvergaben etwas, was wir ebenfalls im Rahmen des vernetzten Ansatzes unbedingt unterstützen sollen. Sie sehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt noch einiges zu tun. Wir haben klare Vorstellungen davon, wo wir ansetzen sollten, gemeinsam mit unseren Partnern im Irak. Wir sind ein geschätzter Partner dort und deshalb bitte ich um Zustimmung für dieses Mandat. Herzlichen Dank. Die Bitte von Nils Schmid hier. Die Abgeordneten werden hier nach dieser Debatte auch namentlich über den Einsatz im Irak abstimmen. Und der nächste Redner ist Jan Nolte, steht schon bereit. Für die AfD-Fraktion sitzt er im Verteidigungsausschuss. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir lehnen das hier vorliegende Mandat aus verschiedenen Gründen ab. Zum einen ist da zu nennen die Rechtsgrundlage für den Einsatz in Syrien selbst. Die Bundesregierung beruft sich ja hier zum einen auf das Selbstverteidigungsrecht und zum anderen auf eine UN-Resolution von 2015. Beide Rechtsgrundlagen sind heute aber nicht mehr überzeugend, weil sie noch von einem IS ausgehen, der über quasi staatliche Strukturen verfügt. Und dieser IS, meine Damen und Herren, ist seit Jahren besiegt. Und auch die Bundesregierung scheint auf diese Rechtsgrundlagen ja lieber nicht vertrauen zu wollen, denn unsere eigenen Soldaten dürfen den syrischen Luftraum seit diesem Jahr nicht mehr verletzen. Gleichwohl hat die Bundesregierung offensichtlich kein Problem damit, andere Staaten durch Luftbetankung dazu zu befähigen, diese Luftraumverletzungen auch in Zukunft zu begehen. Wir arbeiten bei diesem Einsatz mit der Türkei zusammen, die illegale Drohnenangriffe in Syrien fliegt und Teile des Landes seit 2016 völkerrechtswidrig besetzt hält. Und wir arbeiten natürlich auch mit den USA zusammen, die die Kontrolle über die syrischen Ölfelder übernommen haben. Aber, meine Damen und Herren, um das gleich klarzustellen, natürlich handeln die USA hier nur aus selbstlosen Motiven. Was denn auch sonst? Sie haben nämlich erklärt, dass sie sich das syrische Öl nur genommen haben, um es vor dem IS zu beschützen. Das ist doch nett von den USA, da muss sich der syrische Staat offenbar freuen. Meine Damen und Herren, erwarten Sie nicht, dass die Alternative für Deutschland bei diesem Unrecht gegen einen souveränen Staat auch noch mitmacht. Wir stimmen mit Nein hier heute. Der zweite wichtige Punkt ist die Stabilisierung des Irak. Und da haben wir die gleichen Probleme wie bei so vielen anderen Einsätzen. Kein klares Konzept, keine echte Erfolgskontrolle und eine Exit-Strategie gibt es sowieso nicht. Die Bundesregierung kann überhaupt nicht erklären, wie sich konkret das deutsche Engagement der letzten Jahre auf die Sicherheitslage im Irak ausgewirkt hat. Es gab keine echte Evaluation. Man weiß nicht, was sich bewährt hat und was sich nicht bewährt hat. Und dementsprechend kann es auch keine tragfähige Strategie geben für die Zukunft. Die Bundesregierung ist offenbar damit zufrieden, einfach so ihren Beitrag zu leisten und so ein bisschen im Nebel herumzustochern. Uns reicht das nicht. Hier braucht man eine tragfähige Strategie. Und die sehen wir nicht. Und das liegt auch daran,
dass die Sicherheitslage im Irak so volatil ist. Wir wissen doch überhaupt nicht, ob die Soldaten, die wir heute ausbilden, in einem Jahr nicht Teil einer Rebellen- oder Terrorgruppe sind, die den Irak weiter destabilisiert. Hier dieses Mandat fortzuführen unter diesen Bedingungen ist verantwortungslos. Und wenn das Narrativ bemüht wird, dass die Bundesregierung durch diesen Einsatz ja letztlich die Sicherheit von uns allen schützen würde, indem sie Islamisten in Syrien und dem Irak zurückdrängt, dann habe ich einen Gegenvorschlag. Wir haben doch jetzt, gerade während ich hier stehe und diese Rede halte, mehr als 600 vollziehbar ausreisepflichtige Gefährder hier in Deutschland. Das sind Menschen, denen man jederzeit zutrauen würde, einen Terroranschlag zu begehen. Ich würde sagen, wir sprechen dann das nächste Mal über Islamisten in dem Irak und in Syrien, wenn diese Gefährder endlich aus Deutschland abgeschoben sind. So, dann noch einmal die Frage. Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine Stimme nicht abgegeben hat? Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich jetzt die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen. Also die Abstimmung noch einmal zur Änderung des Stabilisierungsfondsgesetzes, zur Reaktivierung und Neuausrichtung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds, weil der ja ursprünglich zur Corona-Pandemie eingerichtet worden war. Nächster Redner ist nun für die FDP Ulrich Lechte, der außenpolitische Sprecher seiner Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Sie, Herr Kollege Wadefuhl, an diesem Mandat kaum etwas zu kritisieren gefunden haben, das spricht ja für die Arbeit der Ampel. Und die SPD kann sich in dieser Ampel endlich befreit zeigen, kann befreit aufspielen. Frau Nanni hat frischen Wind in die Sicherheitspolitik der Grünen gebracht. Aber die Kontinuität der CDU in der Außenpolitik ist ein echtes Plus für die Stärke des Parlaments und dafür meinen herzlichen Dank. Auch wenn unser Fokus derzeit zu Recht auf die abscheulichen Kriegsverbrechen in der russischen Armee in der Ukraine gerichtet ist, dürfen wir auch die schrecklichen Verbrechen der Terrororganisation Islamischer Staat im Irak und in Syrien nicht vergessen. Seit 2014 hatten die IS-Terroristen ganze Landstriche erobert und dort die Bevölkerung tyrannisiert. Besonders die Gruppe der Jesiden wurde Opfer von Folter, Vergewaltigung, Versklavung und definitiv Völkermord. Seitdem konnte der IS erfolgreich bekämpft werden, und er ist eben nicht mehr in der Lage, Gebiete zu kontrollieren. Das ist ein gemeinsamer Erfolg der lokalen Sicherheitskräfte und des internationalen Engagements, an dem sich auch Deutschland beteiligt. Es ist also auch ein Erfolg unserer Soldatinnen und Soldaten. Vielen herzlichen Dank dafür. Aber, meine Damen und Herren, trotz dieser Erfolge müssen wir den IS weiterhin als Bedrohung ernst nehmen. Er kontrolliert zwar keine Gebiete mehr, aber er existiert weiterhin im Untergrund und verübt Terroranschläge, vor allem gegen kritische Infrastruktur und Vertreter des irakischen Staates. Das wirkt sich unmittelbar auf die Sicherheitslage und das Sicherheitsempfinden im Land aus. Insbesondere Angehörige von Minderheiten sind da betroffen. So schilderten bei einer öffentlichen Anhörung des Menschenrechtsausschusses hier im Bundestag die Vertreter der jesidischen Gemeinschaft ihre Furcht, erneut Opfer zu werden. Diesen Hilferuf dürfen wir nicht unerhört lassen, meine Damen und Herren. Auch die irakische Regierung und die kurdische Regionalregierung bitten um die Fortsetzung der militärischen Unterstützung durch internationale Partner und insbesondere auch die von Deutschland. Auch diese Bitte dürfen wir nicht unerhört lassen, denn im Irak gibt es gute Anzeichen für eine positive Entwicklung. Nach einem monatelangen Machtkampf ist Abdul Latif Rashid zum neuen Präsidenten des Irak gewählt worden und eine neue Regierung wird gebildet. Es hat sich auch eine aktive Zivilgesellschaft entwickelt, und die Meinungsfreiheit ist gerade im regionalen Vergleich sehr weitgehend. Diese Entwicklung muss vor den Destabilisierungsversuchen der IS-Terroristen geschützt werden.
Was auch für die Fortsetzung des Einsatzes spricht, ist das Ergebnis unseres Überprüfungsberichtes. Wir als FDP hatten ja gefordert, dass alle Bundeswehreinsätze evaluiert werden. Und dies haben wir als Ampel im Koalitionsvertrag auch so vereinbart. Das Ergebnis sehen Sie nun. Mit diesem Mandat liegt im Bundestag zum ersten Mal ein solcher Überprüfungsbericht vor. Vielen Dank an das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium für diesen Bericht. Das ist ganz eindeutig eine Verbesserung unserer Entscheidungsgrundlage. Verbesserungsvorschläge an Evaluierungen können natürlich vorgenommen werden. Aber der Union sei auch zugerufen, wenn so wenig Zahlen aus euren Zeiten vorliegen, ist es auch schwierig, vernünftig zu evaluieren. Das auch werden wir erneut richten als Ampel. Ihr werdet also, falls ihr jemals wieder in die Verantwortung hier im Hause zurückkommt, einen weitaus besser geführten Laden vorfinden, als wir das getan haben im vergangenen Dezember. Meine Damen und Herren, unser Engagement im Irak beschränkt sich nicht auf den Einsatz der Bundeswehr, der ist wichtig, wäre aber allein nicht ausreichend. Im Sinne des vernetzten Ansatzes wird er ergänzt durch umfangreiches politisches und ziviles Engagement. Dazu gehört die Stärkung der Fähigkeiten und die Bürgernähe der Polizei, um die Legitimität dieser wichtigen Institution für alle Staaten dieser Welt zu erhöhen. Die Ausbildung irakischer Spezialistinnen und Spezialisten zum Minenräumen, ich habe gerade gegendert, liebe grünen Freunde, die Unterstützung von Programmen für die Deradikalisierung und Reintegration von ehemaligen IS-Anhängern, die Aufarbeitung von IS-Verbrechen durch die Sammlung, Sicherung und Auswertung von Beweismitteln, die psychosoziale Unterstützung von Opfern von Menschenrechtsverletzungen, Unterstützung für Basisgesundheitsversorgung sowie die Förderung von Wasser-, Hygiene- und Sanitärversorgung. Mit diesem umfassenden Engagement hat Deutschland dazu beigetragen, dass ein Großteil der Menschen, die im Zuge des IS-Terrors vertrieben wurden, inzwischen in ihre Heimatgemeinden zurückkehren konnten. Ein großer, großer Erfolg. Unsere Hilfe wird fortgesetzt, und diese ganze Zusammenwirkung der vielen Maßnahmen für den vernetzten Ansatz trägt dazu bei, die Resilienz gegen den IS zu fördern und die eigene Sicherheitsverantwortung Iraks zu stärken. Wir bitten Sie dafür um Zustimmung und daher zu diesem Mandat. Vielen Dank. Ulrich Lechte war das, der außenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, hat hier noch einmal eben um Zustimmung geworben. Bienchen gibt oder Punkte, wenn man was besonders richtig macht, lieber Kollege, sondern ich gebe viel lieber das Wort dem Kollegen Saklin-Nastic. Der Kollegin Saklin-Nastic, entschuldige. Also nochmal Komplimente für das Einhalten der Redezeit. Nächste Rednerin ist Saklin-Nastic für die Linksfraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Etwa einen Monat ist es her, dass die 15-jährige Zeynab Issam Majed al-Hazali von einer US-amerikanischen Kugel in den Kopf getroffen und getötet wurde. Das passierte, während die US-Soldaten in der Nähe eines Wohngebiets trainierten. Und unser tiefes Mitgefühl gilt ihren Hinterbliebenen. Die Verantwortlichen dafür gehören aber zur Rechenschaft gezogen. Es darf im Irak keine Verschleierungen mehr geben. Auf meine Nachfrage diesbezüglich ans Auswärtige Amt sagte man, es gebe keine eigenen Erkenntnisse dazu. Und wir erwarten von einer Ampelregierung, die nicht nur gendert, sondern eben auch wertebasiert und feministisch sich nennt, dass sie alles dafür tut, dass der Tod der jungen Zeynab aufgeklärt wird und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Und eigentlich auch der Tod der 500.000 unschuldigen irakischen Kinder, die Opfer von westlichen Sanktionen wurden, von denen die Chefzynikerin der US-Außenpolitik Albright einst sagte, sie seien den Preis wert. Die Madeleine Albright, die Sie noch von den wertebasierten Grünen vor 2 Jahren zu Ihrer Fraktionsklausur als Stargast gefeiert haben, schämen Sie sich eigentlich für nichts. Auch dieser Krieg der USA begann mit einer gigantischen Lüge. Denn wir wissen alle, dass Massenvernichtungswaffen von George Bushs siegreichen Truppen im Irak niemals gefunden wurden. Dafür aber das gesamte gesellschaftliche System zerschlagen wurde und mit einem Teile und Herrsche auf konfessionellen Kriterien fußendes Korruptionssystem geschaffen wurde. Deswegen dauert seit etwa einem Jahr auch die Regierungskrise an. Und genau auch
Aus diesen US-Verbrechen speiste und speist sich der fürchterliche IS-Terror. Ihr zuständiger Staatssekretär antwortet auf Nachfrage dazu, die NATO-Truppen würden, Zitat, die seit 2014 im Kampf gegen die IS erreichten Erfolge und Fortschritte konsolidieren und absichern. Wir alle wissen, dass der IS immer noch da ist, dass er noch stärker mittlerweile wieder ist und dass mindestens 10.000 IS-Kämpfer in Irak und Syrien sich derzeit aufhalten. Und in Syrien wächst eine neue Generation von Terroristen heran. Allein im Lager Al-Hoyn, aus dem sie sich übrigens seit Jahren weigern, radikalisierte deutsche Staatsbürger zurückzunehmen, wachsen täglich neue Terroristen heran. Meine Damen und Herren, hören Sie endlich auf, sich als Lakai von gescheiterten US-Abenteuern aufzuspielen. Hören Sie auf, dafür Steuergelder und vor allen Dingen das Leben von deutschen Soldaten zu riskieren. Das Mandat widerspricht übrigens ausdrücklich dem Willen des irakischen Parlaments, das 2020 alle ausländischen Truppen aufgefordert hat, das Land zu verlassen. Die Linke lehnt das Mandat ab. Saklin Nastisch war das, ob Frau im Verteidigungsausschuss und auch menschenrechtspolitische Sprecherin. Das Ergebnis der namentlichen Abstimmung bekannt. Es geht um den Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU-CSU zur dritten Beratung des Gesetzentwurfs der Fraktion SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Stabilisierungsfondsgesetzes zur Reaktivierung und Neuausrichtung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Abgegeben wurden 644 Stimmkarten. Mit Ja haben 168 gestimmt, mit Nein 415. Es gab 61 Enthaltungen. Damit ist der Entschließungsantrag abgelehnt. Eine gute Gelegenheit, bevor dieser Entschließungsantrag der CDU-CSU-Fraktion war das. Der Herzlich-Schriftführerinnen und Schriftführern und den Assistenten zu danken, die dafür sorgen, dass hier Tag und Nacht auch namentliche Abstimmungen ausgezählt werden. Und der Kollege Dr. Norbert Röttgen hat jetzt das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte die Kritik des Kollegen Wadephul aufgreifen, dass es der Bundesregierung an einer Konzeption, an einer Strategie für den Irak fehlt. Er hat das kritisiert, beanstandet. Wir haben es übrigens schon in der Debatte um den letzten Antrag beanstandet und aufgefordert, hier nachzuliefern. Ich möchte festhalten, dass keine Rednerin und kein Redner aus den Koalitionsfraktionen auf diese inhaltliche Kritik, dass es keine Irak-Konzeption und Irak-Strategie in der deutschen Außenpolitik gibt, auch nur mit einem Satz geantwortet hat. Nichts ist gekommen dazu. Und das ist eine ziemlich dramatische Feststellung, denn die Stabilisierung des Irak ist ein wesentlicher Baustein für die Stabilisierung der gesamten Region. Ratlosigkeit können wir uns nicht leisten. Weil es ist unser Interesse, dass diese Region stabilisiert wird. Wir haben es ja erlebt. Und darum können wir nicht einfach nur nicht wissen, was irgendwie zu tun ist. Wir sehen es auf dramatische Weise jetzt im Iran. Auch dort ist die Politik dieser Bundesregierung und der Europäischen Union von Ratlosigkeit gekennzeichnet. Es ist unser Interesse. Es ist die europäische Möglichkeit, die europäische Verantwortung, in dieser Region für Stabilisierung zu sorgen. Die Amerikaner werden es nicht tun. Sie haben auch die Autorität dazu verloren. Wir Europäer tun es, oder wir werden mit den Folgen der Instabilität bei uns in Europa konfrontiert werden. Und unsere Kritik ist, dass Sie das den Bundeswehreinsatz benutzen, missbrauchen, als ein Alibi und als einen Ersatz für nicht vorhandene Politik und politische Strategie. Es ist ein Missbrauch der Bundeswehr. Und unsere Kritik zum Zweiten bezieht sich auf den schlampigen Umgang, auch den verfassungsrechtlich problematischen Umgang mit der Parlamentsbeteiligung. Das ist ja ein besonderer Fall, dass das Parlament außenpolitischem Verhalten zustimmt. Ein besonderer Fall in unserer Verfassung. Und der Umgang der Bundesregierung mit dem Parlament und den sich aus dieser besonderen Verantwortungsteilung zwischen Exekutive und Legislative ergebenden Fragen wird die Bundesregierung nicht gerecht. Die Bundesregierung hat bislang nicht überzeugend begründet, warum dieser Einsatz überhaupt mandatspflichtig ist. Ich zitiere die Bundesverteidigungsministerin aus der Einbringungsdebatte.
Zitat, ich sage es noch mal deutlich, es geht um eine Beratung durch unsere Soldaten. Mandatspflichtig wird aber ein Einsatz erst, wenn die qualifizierte Erwartung damit verbunden ist, dass es zu bewaffneten Auseinandersetzungen kommt. Der Nachweis ist nicht geführt worden. Sie müssen dem Parlament gegenüber begründen, dass es ein mandatspflichtiges Verhältnis hier gibt oder eben nicht. Herr Kollege, möchten Sie die Zwischenfrage des Kollegen Lechter zulassen? Bitte, ja. Bitte sehr. Herr Dr. Röttgen, ich bin ein wenig irritiert ob Ihrer Rede, da Ad 1 die Verhältnisse im Nahen Osten, zumindest bezüglich Iran, den Sie erwähnt haben, seit der Revolutionen im Iran schon sehr, sehr schwierig sind. Da war ich gerade 2 Jahre alt. Das heißt, Sie haben bei der Revolution 79, wo wir Khomeini runtergeflogen haben. Und seit 79 haben Sie vermutlich mehr Verantwortung in der bundesrepublikanischen Politik getragen wie ich. Sie waren im vergangenen Periode der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses und erzählen heute, dass dieses Mandat eigentlich nicht mandatierungswillig wäre. Also ich komme gerade nicht mehr mit, ob dieser Tatsache, dass Sie uns heute als Bundesregierung Dinge vorwerfen, die offensichtlich schon ihre Wurzeln in den letzten Perioden hatten, wo Sie in den verantwortungsvollen Positionen waren. Der Auswärtige Ausschuss ist derjenige, welche, der sich um Mandate kümmert. Und ich habe solche Kritik von Ihnen als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses nie zur Kenntnis genommen. Könnten Sie dazu kurz Stellung nehmen? Ich nehme dazu gerne Stellung. Also erstens finde ich es völlig legitim und richtig, dass man fragt, was ist an Fehlern passiert, auch in der Vergangenheit. Es gibt uns eine Vergangenheit von 10 Jahren, von 20 Jahren. Es haben auch unterschiedliche Parteien dort regiert. Manche regieren auch immer noch. Das ist völlig legitim. Aber dass das eine Plattitüde wird in der Reaktion der Koalition auf Kritik, wenn Sie jetzt etwas falsch machen und Fehler sich leisten, dass Sie dann sagen, aber ihr habt ja auch in der Vergangenheit regiert. Sie müssen zu den Fehlern und den Entscheidungen von heute selbstständig stehen und nicht immer nur mit einem Reflex auf die Vergangenheit beantworten. Und da, nee, ich wollte das nur zu dieser Reflexhaftigkeit, wie Sie antworten auf Kritik an Ihrer heutigen Politik, anmerken. Das ist gerade der Punkt, Herr Kollege Lechte. Dieses Mandat hat sich grundlegend gewandelt. Das ist genau der Punkt. Dieses Mandat hat gestartet, als die Grünen es noch abgelehnt haben, als ein Anti-IS-Mandat mit der militärischen Bekämpfung des Islamischen Staates, der territoriale Macht im Irak, auch in Syrien, errungen hatte. So ist dieses Mandat gestartet. Und die Veränderung liegt darin, dass im Ende des letzten Jahres, also zu der Zeit, als die Ampel schon regiert, auch die sogenannte Koalition der Willigen den militärischen Kampf gegen den Islamischen Staat eingestellt hat. Darum sagt die Bundesverteidigungsministerin richtigerweise, unsere Soldaten machen dort Beratung. Das ist heute nicht mehr der Kampfeinsatz, der es war. Der ist erfolgreich abgeschlossen worden. Aber sie segeln immer noch unter dieser Flagge des Anti-IS-Mandates. Das ist eben genau unsere Kritik. Es ist inhaltlich etwas ganz anderes geworden. Aber sie stehen nicht dazu. Sie sagen das nicht, sondern sie benutzen es als ein Alibi von nicht vorhandener Irak-Politik. Das ist genau die Kritik. Und das ist genau die Veränderung, die sich in Ihrer Regierungszeit vollzogen hat. Herr Kollege, das ist meine Antwort dazu. Ihre reguläre Redezeit beträgt jetzt noch einige Sekunden. Einige Sekunden. Sie nehmen zweitens, das ist wirklich zu beanstanden, in inhaltlich unzutreffender Weise die Autorität des Bundesverfassungsgerichts für eine grundsätzliche Streitfrage in Anspruch. Sie behaupten, das Bundesverfassungsgericht habe bestätigt, es handele sich hier um ein System kollektiver Sicherheit. Das ist die verfassungsrechtliche Voraussetzung für die Legalität dieses Einsatzes. Das ist nicht der Fall. Das Bundesverfassungsgericht hat es nicht in der Sache entschieden. Und dass Sie die Autorität des Verfassungsgerichts missbrauchen und gegenüber dem Parlament manipulativ etwas Falsches behaupten, ist ein inakzeptabler, schlampiger, hoffentlich vielleicht aber auch manipulativer Umgang mit der Wahrheit gegenüber diesem Parlament, und das beanstanden wir. Unzulänglichkeit im Handwerk drückt sich aus in Unzulänglichkeit von Politik.
Norbert Röttgen war das mit sehr deutlicher Kritik an der Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht, die hier auf der Regierungsbank auch den Reden folgt, allerdings selber nicht sprechen wird. Wir haben noch zwei Redner auf der Liste, aber da zählt sie nicht dazu. Natürlich wird sie aber auch abstimmen, denn auch das wurde ja hier deutlich gemacht, die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee und wird nur im Ausland tätig, wenn der Bundestag sie damit beauftragt. Christian Klinke jetzt für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der Dichter Muti ibn Iyas schrieb einst über seine Heimatstadt Bagdad, ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin: Es war Morgen in Bagdad und wir zechten. Unsere Gläser waren wie wirbelnde Sterne, über unseren Köpfen Kronen aus goldenem Jasmin. Ibn Iyas schrieb dies zur Blütezeit Bagdads, etwa zur Zeit Karls des Großen, als die westliche abendländische Geschichte begann. Zu diesem Zeitpunkt war es schon etwa 1000 Jahre her, dass Alexander in Babylon eingezogen war, und es war 4000 Jahre her, dass die Sumerinnen und Sumerer im Zweistromland damit begannen, das fruchtbare Land zu bewirtschaften. Meine Damen und Herren, der heutige Irak ist eines der ältesten Siedlungsgebiete der Menschheit. Er könnte aufgrund seiner natürlichen Ressourcen und der Begabung seiner Menschen ein wohlhabendes Land sein, doch die Situation ist dort oftmals schwierig. Ethnische und religiöse Bruchlinien bestehen fort. Lange Zeit wurde um die Regierungsbildung gerungen. Und doch gibt es Fortschritte und es gibt Hoffnung. Die höchsten Staatsämter wurden neu besetzt. Es bilden sich Ansätze eines demokratischen Parteiensystems auf echter politischer Grundlage über ethnisch-religiöse Grenzen hinweg. Den irakischen Sicherheitskräften gelingt es immer besser, im Land für Sicherheit zu sorgen. Das zeigt der Überprüfungsbericht, den die Ampelkoalition auf den Weg gebracht hat. Wir Ampelparteien halten es für wichtig, dass Mandate geprüft werden. Das ist ein echter Fortschritt im Regierungshandeln. Wenn das schon früher Standard gewesen wäre, hätten wir uns eine Menge Ärger erspart. Meine Damen und Herren, die Ziele des Irak-Einsatzes sind realistisch. Einen Beitrag zur Stabilisierung der Region zu leisten, insbesondere durch den Fähigkeitsaufbau der Streit- und Sicherheitskräfte. Damit die neue Regierung handeln kann, damit die Wirtschaft sich erholen kann, damit Kinder zur Schule gehen können, benötigt der Irak vor allem eines: er braucht Sicherheit. Dass Sicherheit die Grundlage von allem ist, zeigen die kurdischen Autonomiegebiete, in denen sich im Schutz der Sicherheitskräfte ein lebendiges wirtschaftliches und gesellschaftliches Leben entwickelt hat. Unser gemeinsames Ziel lautet, ein vergleichbares Sicherheitsversprechen auf den gesamten Irak zu übertragen. Wenn gute Regierungsführung, Volksbildung und weitere Demokratisierung folgen, wird der Irak einen sehr positiven Weg gehen. Ein solches freiheitliches und zivilisiertes Gesellschaftsmodell wäre für die gesamte Region attraktiv. Doch ein solches Modell hat auch Feinde. Der sogenannte Islamische Staat ist im Irak nach wie vor aktiv und wir müssen ihm weiterhin entschieden entgegentreten. Und das rückständige und brutale Mullah-Regime im Iran verfolgt das Ziel, den Irak zu destabilisieren. Geld, Propaganda, Drohnenangriffe, Raketenbeschuss. Der Iran setzt alle Mittel ein. Das iranische Regime hat mit dem brutalen Mord an Mahsa Amini und vielen anderen Menschen auf schändlichste Weise gezeigt, dass es längst jede Legitimität verloren hat. Mit unserer Entscheidung für das Mandat zeigen wir, wir lassen den Mullahs Übergriffe auf den Irak nicht durchgehen. Wir stehen an der Seite des Irak. In diesem Zusammenhang war mein Vorredner von der AfD wohl nicht völlig transparent. Sehr geehrter Herr Nolte, völkerrechtliche Vorbehalte gegen das Mandat sind unbeachtlich. Mir drängt sich vielmehr die Frage auf, ob die Gründe für die Ablehnung Ihrer Fraktion nicht darin liegen, dass der Iran ein enger Verbündeter für den Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine ist und dass die politische Nähe Ihrer Fraktion zu Putin in dieser Frage mittlerweile handlungsleitend geworden ist. Die AfD gibt ein verheerendes Bild ab, nicht nur in der Außen- und Sicherheitspolitik. Meine Damen und Herren, niemand von uns fällt es leicht, unsere Soldatinnen und Soldaten in einen Auslandseinsatz zu schicken und sie für Monate von ihren Familien zu trennen. Ich weiß, dass Sie alle diese Verantwortung sehr ernst nehmen. Deswegen bekräftige ich, der Auftrag der Bundeswehr im Irak ist sinnvoll. Er ist legitim und die Bundeswehr erfüllt ihn gut. Der Dienst unserer Soldatinnen und Soldaten verdient die allergrößte Anerkennung.
Meine Damen und Herren, ein letzter Gedanke. Wenn wir heute auf den Irak schauen, stellen sich Fragen, die so alt sind wie die ersten Hochkulturen. Wie können wir Sicherheit für alle schaffen? Und wie kann es gelingen, die Ressourcen der Natur so gut und nachhaltig zu nutzen, dass alle Menschen ein gutes Leben führen können? Das sind Grundfragen der Menschheitsgeschichte, ja des Menschseins an sich, und vor diesen Grundfragen sind wir alle gleich. Wenn wir auf den Irak schauen, schauen wir auch auf uns selbst. Deswegen sagen wir den Irakerinnen und Irakern, wir stehen an eurer Seite. Ihr könnt euch selbst helfen, ihr könnt euch eine gute Zukunft aufbauen, und bei eurer Selbsthilfe unterstützen wir euch. Deutschland steht an der Seite des Irak im Sinne der Freiheit, im Sinne der Zivilisation und im Sinne der Menschlichkeit. Deswegen stimmen wir dem Mandat zu. Thomas Röwekamp hat jetzt das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die letzten Wochen und Monate haben uns in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik ganz maßgeblich beschäftigt mit dem verbrecherischen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und den Folgen. Wir haben gemeinsam in der Mitte dieses Parlaments dazu wichtige Entscheidungen getroffen zur Finanzierung und besseren Ausstattung unserer Bundeswehr. Wir sind gemeinsam auch als CDU-CSU-Fraktion mit der Regierung dabei, die Bündnis- und Verteidigungspolitik in der NATO neu auszurichten. Es werden Maßnahmen ergriffen, um unsere Truppenstärke an der Ostflanke der NATO zu verstärken. Das alles ist richtig und selbstverständlich auch mit Unterstützung unserer Fraktion Erfolg. Ich sage das an dieser Stelle ganz bewusst, weil all diese Maßnahmen machen wir in der Mitte des Parlaments, ohne die Ränder des Parlaments. Weder die Linken noch die AfD haben diesen notwendigen Maßnahmen für die Bewahrung unserer Sicherheit und die Verteidigung unserer Freiheit zugestimmt. Sie haben sich aus der Verantwortung gedrückt, und das tun sie auch bei dieser internationalen Verantwortung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, dass neben der notwendigen Verteidigung unseres Landes an den Außengrenzen der NATO selbstverständlich unsere Frieden und unsere Freiheit auch bedroht sind in anderen Regionen dieser Welt, natürlich unverändert auch durch den Islamischen Staat. Ja, es mag sein, dass die kriegerische Auseinandersetzung, die verfestigten Strukturen des Islamischen Staats überwunden sind, aber nach UN-Berichten halten sich noch immer 10.000 IS-Kämpfer im Irak und in Syrien auf. Und das tun sie nicht nur, um vor Ort für Unruhe zu kämpfen. Es ist deswegen im nationalen Sicherheitsinteresse, dass auch an der Südflanke der NATO wir unsere Verteidigungsfähigkeit sicherstellen. Es ist notwendig und unverzichtbar, dass wir uns auch weiter an internationalen Missionen und insbesondere an diesem Einsatz im Irak beteiligen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir als CDU-CSU-Fraktion stimmen deswegen der Fortsetzung dieses Mandates trotz der in den Vorreden geäußerten rechtlichen und inhaltlichen Bedenken zu, weil wir sie in der Sache für richtig halten. Lassen Sie mich an dieser Stelle aber noch einmal auch an die Adresse der SPD sagen, die sich jetzt ja nun rühmt, dieser Einsatz sei das erste Mal evaluiert worden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich gehe davon aus und nehme das für unsere Fraktion in Anspruch, dass wir keiner einzigen Mandatsverlängerung in diesem Haus zugestimmt haben, von der wir nicht überzeugt waren, dass die Evaluation die Fortsetzung dieses Einsatzes für zwingend erforderlich gehalten hat. Das haben wir immer so getan, auch bevor diese Regierung die Verantwortung übernommen hat. Und lassen Sie mich ein letztes Wort an die Flügel dieses Parlaments richten, die ja sehr bemüht waren, eine inhaltliche Begründung für die Ablehnung der für die Fortsetzung dieses Mandats zu finden. Die Wahrheit ist doch, meine sehr verehrten Damen und Herren von den Linken, in Ihrer Programmatik sind Sie grundsätzlich gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr, und deswegen sind Sie gegen diesen Einsatz, und all Ihre Bemühungen, irgendwelche Begründungen dazu zu finden, sind fadenscheinig und nicht glaubwürdig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn Sie dagegen sind, sagen Sie es einfach. Sie wollen die NATO abschaffen, Sie wollen die Bundeswehreinsätze an den internationalen Missionen begrenzen, und dann sagen Sie es hier. Das gilt übrigens auch für die AfD. Auch Sie wollen grundsätzlich keine Auslandseinsätze der Bundeswehr. Dann sagen Sie es doch hier einfach, anstatt irgendwelche verschwurbelten Erklärungen zu finden. Wir stimmen zu, meine Damen und Herren.